Das Wort hat nun Andreas Leutert für die Fraktion Die Linke. Michael Leutert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Außenminister, in den letzten Tagen wurde ja viel über eine ganz gewisse Spende diskutiert. Seit gestern Abend, Sie haben es selber angesprochen, gibt es nun eine Spende, über die wir uns alle freuen können. Das sind die 18 Millionen Euro für die Opfer in Haiti, die innerhalb von wenigen Stunden bei der ZDF-Spendengala zustande gekommen sind. Allerdings finde ich es etwas peinlich, dass die Bundesregierung innerhalb von einer Woche lediglich in der Lage war, 10 Millionen zusammenzubringen. Und das kommt meines Erachtens natürlich davon, wenn man die entsprechenden Mittel kürzt. Und da sind wir auch schon beim Haushalt. Und Sie haben nicht wirklich viel Geld für die Außenpolitik zur Verfügung, aber das wenige Geld, was Sie zur Verfügung haben, verteilen Sie natürlich auch noch falsch. Sie geben nämlich Ihr Geld mitnichten nur für zivile Projekte aus, sondern Sie folgen mehr und mehr der militärischen Logik derzeitiger Außenpolitik. Die Aufgabe des Auswärtigen Amtes ist aber, so dachte ich zumindest immer, das Vertreten der Interessen, Angelegenheiten Deutschlands im Ausland, die Pflege und Beziehungen zu anderen Staaten in internationalen Organisationen. Das ist sozusagen, sind Aufgaben rein zivilen Charakters. Und dafür haben Sie nun 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist ungefähr 1% des Gesamthaushaltes. Der Verteidigungsminister greift auch dieses Jahr wieder ca. 10% ab. Wir hatten da schon mal eine bessere Situation. Und von diesen 3 Milliarden Euro sind natürlich auch 50% schon mal komplett gebunden, also eigentlich nicht verhandelbar. Das sind Beiträge an internationale Organisationen. Das ist, sind die Personalkosten mit enthalten. Und ich möchte jetzt an 4 Beispielen zeigen, wie das restliche wenige Geld in unserem Sinne auch noch falsch verteilt wird, nämlich im Sinne dieser militärischen Komponente deutscher Außenpolitik. Da gibt es zum Beispiel den Titel Stabilitätspakt Afghanistan. Und das ist das, was der Öffentlichkeit neben dem Militäreinsatz immer als zivile Hilfe verkauft wird. Aber allein von diesen 90 Millionen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, gehen auch wieder 50 Millionen Euro in den Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte. Das zweite Beispiel ist der Titel Demokratisierungs- und Ausstattungshilfe, Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte. Dafür stehen insgesamt 19 Millionen Euro zur Verfügung. Aber allein davon gehen schon wieder 11 Millionen in die sogenannte Ausstattungshilfe für ausländische Streitkräfte. Und für die Förderung der Menschenrechte bleiben somit nur 3 Millionen Euro übrig. Das dritte Beispiel ist, Sie hatten es ebenfalls angesprochen hier, die sogenannte Afrika-Initiative, die mit 31 Millionen Euro im Haushalt steht. Und auch hier fließen wiederum 10 Millionen Euro direkt in den Aufbau der Polizei. Und es ist klar, als Europäer denkt man bei Polizei nicht unbedingt sofort an etwas Schlechtes, aber man muss sich auch mal die Länder anschauen, in die es fließt. Das sind Kongo, Liberia, Elfenbeinküste, Sierra Leone, Burundi. Und das kann soweit okay sein, aber ich möchte gerne wissen, über welche Polizeikräfte wir sprechen. Und wir wissen alle, dass in diesen Ländern Polizeikräfte natürlich auch zum Teil paramilitärischen Charakter haben. Und ich gehe davon aus, dass wir hier nicht bloß über Verkehrspolizisten sprechen. Und noch deutlicher wird es beim vierten Beispiel, und das hat es so im Etat des Auswärtigen Amtes noch nicht gegeben, nämlich einen Titel mit direktem militärischem Bezug und der auch ganz ungeschminkt so benannt wird, nämlich Unterstützung des Aufbaus afghanischer Sicherheitskräfte durch die NATO. Und bei diesen Sicherheitskräften, und das kann man in der Erklärung nachlesen, ist auch ausschließlich die afghanische Armee gemeint. Und das hat in dem Haushalt des Auswärtigen Amtes nun überhaupt nichts zu suchen. Und ich kann auch jetzt schon ankündigen, dass wir die Streichung dieses Titels fordern. Es ist völlig klar, der Etat des Auswärtigen Amtes ist eigentlich nicht der klassische Punkt, an dem man die Kritik der immer stärker werdenden Militarisierung der Außenpolitik vorbringt. Aber ich weiß im Übrigen auch aus vielen Gesprächen mit vielen Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes, dass sie sich selber als Teil der zivilen Komponente der deutschen Außenpolitik verstehen. Aber die von mir vorgetragenen Beispiele machen es eben deutlich, dass der Etat des Auswärtigen Amtes zwischen dem Spannungsfeld von ziviler und militärischer Komponente der Außenpolitik mehr und mehr in Richtung militärische Komponente bewegt. Und
im zivilen Bereich, ich kann auch dort noch zwei Beispiele nennen, sieht es ja nicht besser aus, sondern es sieht dort schlechter aus. Dort werden nämlich die Mittel gestrichen. Zum Beispiel die Maßnahmen zur Sicherung von Frieden und Stabilität werden um 14 Millionen Euro gekürzt. Und der sehr wichtige Titel für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland, wir hatten es soeben, Haiti, auch dieser Titel wird allein um 7,5 Millionen zusammengestrichen. Letztendlich bleibt hier nur Folgendes festzustellen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung ist de facto in der Logik militärischer Außenpolitik. In Afghanistan, in der eigenen Logik des Krieges, ist sie gefangen. Doch es ist Fakt, dass zivile Projekte jetzt auch untersetzt durch den Haushalt zum Teil dieser militärischen Logik werden und immer mehr an den Rand gedrängt. Und das kann man in dem vorgelegten Haushalt auch nachlesen. Und das widerspricht natürlich allen Erklärungen und Ankündigungen, dass man zum Beispiel in Afghanistan mehr für den zivilen Wiederaufbau tun möchte. Und schon aus diesem Grund wird DIE LINKE diesen Haushalt ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat nun Friedhof Schmidt für die Fraktion.